Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu einem Sonntagsfrühstück. Schön, dass du dabei bist. Du kannst natürlich auch sehr gerne mitmachen, wenn nicht gerade Sonntag ist bei dir oder wenn Mittag ist oder Nachmittag. Wir werden uns durchbewegen, wach machen, stabilisieren und hoffentlich danach so richtig wohlfühlen. Wenn du möchtest, mach ein Fenster auf und atme zuerst durch die Nase ganz tief ein. Und durch den Mund wieder aus. Und während du das machst, kreis schon mal deine Schultern nach oben und hinten. Füße schon hüftschmal öffnen. Ganz bewusst bewegen. Und wichtig ist das Bewusste nach hinten unten ziehen. Nase ein, Mund aus. Und vielleicht ein bisschen länger aus als einatmen. Und dann kannst du auch größer werden. Und jetzt zieh deine Arme auseinander, klapprück die Handgelenke um und atme aus und mach dich ganz rund. Fass rück die Hände nochmal ein. Und richtig weit öffnen, ausatmen, ganz rund. Nochmal. Immer mal wieder einen Arm höher als den anderen, sodass du alle Anteile der frontalen Linie hier erwischt. Genau. Nochmal. Und ein letztes Mal noch genauso. Und dann löst du die Arme, entspannst einen Moment, lockerst dich so ein bisschen durch, locker deine Beine durch, deine Arme, deinen Oberkörper, schüttel dich aus. Atme ein, nimm die Arme jetzt nach oben und wenn du ausatmest, dann hebe ein Bein an, kann auch nur ein ganz kleines bisschen sein. Atme ein, die andere Seite aus, nur ein wenig abheben oder ein bisschen höher. Natürlich ist es schwieriger, wenn dein Knie höher geht. Entscheide einfach selbst. Und wenn du dich hier lang streckst, dann zieh dich auch wirklich so richtig lang. Achte nur darauf, dass die Schultern unten bleiben. Nochmal. Und dann halte jetzt ein Bein oben. Den gegenüberliegenden Arm hältst du hier. Und jetzt tust du einfach mal so, als würdest du Zähne putzen und das machen wir ein bisschen grob. Das heißt, wir bewegen unseren Arm von rechts nach links. Es darf wackeln, es soll sogar wackeln. Mit der anderen Hand kannst du dich auch einstützen. Das trainiert deine tiefen Muskeln, deine Stabilität. Komm wieder zurück und noch einmal ein. Dann die andere Seite und jetzt hältst du den anderen Arm oben und machst hier nochmal ganz kleine Bewegungen. Deine Körpermitte kreuzen. Wenn du wackelst, ist es genau das richtige Training. Aber wenn du umfällst, dann lass ruhig die Fußspitze zumindest unten. Also du sollst dich natürlich schon noch stabilisieren können. Sehr gut. Nochmal ein. Und nochmal. Arme nach oben nochmal wechseln und kurz Zähne putzen oder den Arm bewegen, lösen, ein und nochmal die andere Seite und spür, ob sich's verändert, ob du schon stabiler bist. Gleich nochmal, ein und hinher, nochmal. Super. Und dann ganz langsam wieder zurückkommen zur Mitte, auf beide Füße stellen und schon mal spüren, hat sich schon was verändert in der Stabilität? Sehr gut, der Tag kann starten. Wir haben Zähne geputzt, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Und während du hier gehst, nimm die Arme im rechten Winkel mit, ganz bewusst. Wichtig ist deine Aufrichtung. Wir gehen walken. Ellbogen zurückziehen, Krone auf deinen Kopf setzen und ruhig deine Knie etwas höher.
Herz-Kreislauf-System aktivieren. Und während wir da so walken oder spazieren gehen, sehen wir immer wieder einen Stein oder einen Baumstamm, wo wir drüber steigen müssen. Das heißt, du machst jetzt mal, schau mal zu, was ich mache. Einen Schritt hoch, eins, zwei und hoch. Genau. Kurz anheben, Balance finden, Rhythmus trainieren. Rhythmisierung ist eine ganz wichtige koordinative Eigenschaft. Genau. Sehr gut. Und dann gehen wir noch mal weiter, ganz normal. Nehmen die Arme, Rücken noch mal höher. Und langsam kleiner werden. Und wir sehen eine Parkbank, wo wir uns mal ganz gemütlich draufsetzen. Und zwar hüftbreit die Füße und dein Gesäß nach hinten absetzen. Und dann sehen wir, die Bank ist nass, wir setzen uns doch nicht hin, stehen wieder nach oben auf. Und doch nochmal absetzen und Gesäß aktiv aufstehen. Oberschenkel parallel zueinander, Rücken gerade, Blickrück zu mir behalten. Beinkraft ist ganz wichtig für den Alltag. Nochmal Po fest, tief, Po fest. Spürst du die Muskeln? Du darfst sie auch spüren. Immer noch. Letzten vier noch. Noch drei, noch zwei, letztes Mal und hochkommen. Puh. Und noch einmal walken, Arme mitnehmen, Oberkörper aufrichten. Knierücken nochmal höher. Geht noch. Nochmal Endspurt. Wenn du Lust hast, können wir nochmal ein Stück etwas schneller laufen. Ich sehe da schon eine wunderschöne Blumenwiese. Aber du kannst auch einfach gern hingehen. Oder ein bisschen schneller werden. Und wir sind angekommen. Bleibe stehen, relativ schmal, vielleicht sogar ganz enge Füße. Und jetzt zeichnest du riesengroße Blumen. Versuch möglichst gleichmäßig die Blume rechts und links zu zeichnen. Und natürlich bis nach unten zum Stiel. Dann wieder nach oben. Einfach eine schöne, gleichmäßige Blume. Ganz weit nach oben. Es können auch immer wieder andere Blumen sein. Beide Gehirnhälften verknüpfen, hier Balance trainieren. Wackelt's? Geht. Noch einmal. Und dann kommst du wieder zurück und entspannst dich. Jetzt lockere dich ruhig aus, Beine ausschütteln und wir kommen von einem Spaziergang nach Hause, wollen uns erstmal was Gutes tun, indem wir uns auf die Couch legen. Komm nach unten, wie es für dich angenehm ist und nimm beide Beine in Richtung Decke und schüttel dich erst
Mal so richtig aus. Beine lockern. Ist immer gut, denn so kommt unser Blut zurück in den Körperkreislauf. Die Venen werden entlastet. Beine nach oben nehmen ist immer schön. Und dann gehen wir eine Runde Radfahren, wenn wir ein bisschen ausgerastet haben. Du kannst deine Hände auch unter dein Gesäß legen, dann ist es etwas einfacher. Und versuch auch, das Pedal vom Rad so ein bisschen zu treten, indem du jetzt mit den Fersen nach vorne schiebst und dann hinten deinen Fuß wieder streckst. Also Ferse und dann wieder strecken. Spür deine Bauchmuskulatur, die da natürlich halten muss. Du kannst die Arme auch neben den Körper legen. Und je tiefer du gehst, umso anstrengender wird das für Bauch und Oberschenkel. Mobilisieren auch gerade unsere Hüftgelenke. Du kannst auch ein Stück auf die rechte Seite fahren. Wieder zur Mitte und noch mal ein Stück auf die linke Seite und wieder zur Mitte, noch einmal rechts, Mitte, links, Mitte und angekommen, entspannt nacheinander die Füße abstellen. Locker lassen. Ein Bein fassen oder über die Seite nach oben kommen. Ich habe einen gemütlichen Liegestuhl entdeckt, in dem wir uns jetzt mal setzen, bevor wir wieder nach Hause fahren. Aufrichten im Brustbein, Schultern zurück, kipp deinen oberen Rand vom Becken ruhig ab und leg dich in den Liegestuhl. Versuch das mit deiner Bauchmuskulatur zu halten. Du kannst immer die Fußspitzen unten lassen. So ist es natürlich einfacher. Wenn es geht, kannst du die Arme auch lösen. Und halten. Gesicht entspannen, Nase ein, Mund ausatmen. Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und absetzen, kurz rund werden. Lass dich mal hängen, darauf freut sich immer der untere Rücken. Und komm dann auf die Seite. Wir gehen wieder nach Hause oder wir fahren wieder nach Hause, indem wir uns seitlich hinlegen. Erstmal beide Beine im rechten Winkel und hier versuchst du lang zu werden in der Taille. Also schieb dein Becken von dir weg, lass dein Becken ganz ruhig. Die Kaffeetasse von eben im Liegestuhl, die setzen wir jetzt hier auf die Hüfte. Und jetzt fährst du da nochmal Rad. Also schiebst mit der Ferse zurück, Becken stabil. Hinten Fußstrecken nach vorne ziehen. Da kannst du dich rückfest halten. Also gegen den Boden drücken. Mobile Hüftgelenke sind ganz wichtig für den unteren Rücken, aber auch für die Knie. Noch einmal, dann halte unten und löse. Setz dich nach oben, komm hoch. Und wir radeln natürlich auch noch mit der anderen Seite. Aber jetzt stell deine Füße auf und lass sie kurz mal nach rechts und links kippen. Mobilisiere deine Hüftgelenke. Und
Und komm dann zur anderen Seite. Füße zur anderen Seite. Kopf ablegen. Und rechter Winkel. Spannung im Bauch. Hier so ein bisschen wegschieben dein Becken. Und große Radbewegung. Hier ein Glas oder eine Kaffeetasse abgestellt. Dein Tempo. Noch zweimal. Halte jetzt ganz lang gestreckt und setz dein Bein nochmal ab. Drück dich gleich nach oben, entspanne, lass deine Beine aufgestellt und noch einmal rechts und links deine Knie kippen lassen. Genieß das mal in den Hüftgelenken, diese Mobilisation. Und dann kommst du auf eine Seite, gehst gleich weiter. Du kannst auch gleich auf die Füße kommen oder komm auf die Knie und mach deinen Rücken ruhig nochmal so richtig rund. Komm weiter zurück, stütz dich auf die Oberschenkel und roll dich langsam auf. Ruhig Wirbel für Wirbel, bis du ganz oben stehst und wieder zu Hause angekommen bist. Nochmal ein bisschen abschütteln und lockern. Den ganzen Körper durchschütteln. Geht's gut? Ich hoffe doch. Wir haben alle wichtigen Gelenke bewegt, wir haben uns stabilisiert, wir haben alle Wahrnehmungsrezeptoren aktiviert. Atme ein, zieh dich lang, atme aus, lass locker, nochmal ein. Öffne deine Arme und bleib in der hüftschmalen Position nochmal stehen. Knie sind durchlässig. Schließ deine Augen und lass den ganzen Tag sozusagen nochmal Revue passieren. Spür deinen Stand auf dem Boden, vielleicht auch Fußgelenke, Knie, Hüftgelenke. Wie fühlen sie sich an? Bist du stabil in deiner Körpermitte? Ist dein Brustbein aufgerichtet? Hast du Luft unter deinen Achselhöhlen? Deine Schultern ganz entspannt? Ist dein Gesicht entspannt? Atme aus, öffne die Augen. Gefühlt hast du jetzt ein Kissen auf deinem Kopf, das du nach oben schiebst. Wenn du das versuchst, dann merkst du auch gleich, dass du deinen Rücken so richtig lang streckst. Nochmal einatmen, Schultern hoch, ausatmen. Bewusst nach unten ziehen, nochmal ein und aus, ein und ganz entspannt sinken lassen. Vielen Dank fürs Mitbewegen. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt wohl in deiner Haut. Wenn es dir gefallen hat, natürlich freue ich mich über ein Gefällt mir unten, über einen netten Kommentar. Wenn du Lust hast, empfehle mich weiter. Vielleicht magst du auch meine Arbeit wertschätzen. Natürlich danke, der Link ist auch unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann kannst du auswählen, mit wie viel im Monat du meine Arbeit unterstützen möchtest. 2,50 Euro, 5,10 Euro, 20, 50, was es dir halt wert ist. Auf jeden Fall danke. Wenn du möchtest, geh auf meinen YouTube-Kanal. Da gibt es ganz viele Videos natürlich. Die sind alle nach Themen geordnet in den Playlists. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis dann.